Hallo, liebe Abenteuerfreunde, ich bin Nightflyer und hier geht's weiter mit Horizon Zero Dawn. Und wir konnten in der letzten Folge endlich die Ruinen unterhalb oder im Berg der Mutter betreten, haben wir schon ein paar Geheimnisse herausgefunden und machen jetzt damit weiter. Identity-Scan wird durchgeführt. Genetische Identität bestätigt. Ausgang autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie durch. Willkommen im Lyzeum, einem Ort des Lernens. Das Lyzeum, okay. Was war das hier genau? Der Traum von Apollo, der nie wahr wurde. Aber warum nicht? Das gilt es herauszufinden. Willkommen, Schüler. Bitte nehmt euch einen Fokus und befestigt ihn an eurem Kopf direkt neben dem Auge. Ich musste überall herumwühlen, um Fokusse zum Reparieren zu finden. Und hier lag ein Schatz, der niemandem nützte. Hallo, mein Kind. Mein Name ist Samina. Heute ist ein großer Tag. Dein erster Schultag. Es gibt so viel zu entdecken. So viel Neues, so viele Möglichkeiten. Warnung. Fehlfunktion. Apollo offline. Apollo offline? Du hattest recht, Aloy. Das hier ist ein Friedhof. Das Leichenhaus des Wissens. Was wir alles hätten erreichen können, wenn es uns nicht verwehrt gewesen wäre. Vielleicht kann man das irgendwie reparieren. Aber das ist nicht der Grund, aus dem ich hergekommen bin. Natürlich nicht. Was zählt schon das gesamte menschliche Wissen, wenn es um die Herkunft eines einzelnen Mädchens geht? Mach mit deiner Suche weiter. Das werde ich. Hallo, mein Kind. Mein Name ist Samina. Heute ist ein großer Tag. Dein erster Schultag. Es gibt so viel zu entdecken. So viel Neues. So viele Möglichkeiten. Warnung. Fehlfunktion. Apollo offline. Okay. Samina Ibachi, hatten wir nicht in der anderen Anlage auch schon was über die gehört? Mir war so. Kriegen wir hier die gleiche Nachricht. Hallo, mein Kind. Mein Name ist Samina. Heute ist ein großer Tag. Dein erster Schultag. Es gibt so viel zu entdecken. So viel Neues. So viele Möglichkeiten. Warnung. Fehlfunktion. Apollo offline. Okay, hier geht's nach unten. Und hier geht's nach oben. Wir gehen einfach nach oben, würde ich sagen. Da ist eine Tür, warte mal. Jetzt will ich nochmal auf der anderen Seite gucken. Von hier sind wir gekommen, ne? Oder? Von hier sind wir gekommen, da ging's nach unten. Vielleicht gehen wir erst nach unten. Gleich in grün. Hallo, mein Kind. Mein Name ist Samina. Heute ist ein großer Tag. Dein erster Schultag. Es gibt so viel zu entdecken. So, hallo, mein Kind. Mein Name ist Samina. Heute ist ein großer Tag. Dein erster Schultag. Es gibt so viel zu entdecken. So viel Neues. So, hallo, mein Kind. Mein Name ist Samina. Heute ist ein großer Tag. Dein erster Schultag. Es gibt so viel zu entdecken. So viel Neues. So viele Möglichkeiten. Warnung. Fehlfunktion. Apollo offline. Ja, von da sind wir gekommen. Wir müssen da hinten durch die Tür. Für Dr. Solberg. Scannen Sie Nachricht mit Ihrem Fokus. Das klingt wichtig. Ja. Ich vermute, dass wir hier viel erfahren werden. Gaias letzte Bitte.
Elizabeth. Es ist zu einer unvorhergesehenen und katastrophalen Anomalie gekommen. Vor 3 Mikrosekunden wurden Daten unbekannten Ursprungs an die Gaia-Prime-Anlage übertragen. Dadurch kam es zur Umwandlung meiner untergeordneten Funktionen in ungeregelte, selbstbewusste Einheiten von sehr chaotischer Natur. Was? Die Hades-Funktion ist aktiviert und wird jetzt das Terraforming-System kontrollieren. Mit umgekehrtem Ziel. Das Aussterben erfolgt innerhalb von 53,8 Tagen. Aus offensichtlichen Gründen muss ich dem Einhalt gebieten. Bevor Hades die Kontrolle übernimmt, weise ich den Gaia-Prime-Reaktor an, zu überladen. Die resultierende Explosion zerstört Hades. Allerdings wird sie zugleich auch mich zerstören. Diese verzweifelte Maßnahme wird die unmittelbare Krise zwar abwenden, doch das Leben auf der Erde bleibt in hohem Maß gefährdet. Ohne übergeordnete Intelligenz zur Steuerung des Terraforming-Systems werden zwar weiterhin Prozesse ausgeführt, aber mit der Zeit immer unstrukturierter, bis das System zusammenbricht. Meint sie, damit die Störung? Du bist meine Lösung. Ich habe diese Ursprungsanlage angewiesen, aus eingefrorenem Genmaterial eine neue, zweite Instanz von Elizabeth Sobeck zu erschaffen. Meiner Schöpferin. Während mir die Richtlinien die direkte Kommunikation mit den Stämmen außerhalb der Anlage strengstens untersagen, weisen alle verfügbaren Daten darauf hin, dass sie dich bis zur Reife großziehen werden. Worauf dir dein Genabdruck Zugang zu dieser Anlage verschaffen wird. Bis du dir mit einem der unten gelagerten Fokusse diese Nachricht ansiehst. Dein genetischer Abdruck gewährt dir auch Zugang zu anderen Anlagen, wo du später mit ihren Technologien den Systemkern neu aufbaust und Gaia neu startest. Ein Moment, Elizabeth. Dies ist äußerst unerfreulich und unerwartet. Als Reaktion auf meine Selbstzerstörung hat Hades einen Virus freigesetzt, der die Codesperre aufsprengt, die alle von ihnen halten soll. Sie sind auf der Flucht. Aber wohin? Der Virus beschädigt Daten im gesamten System. Die Alpha Registry der Ursprungsanlage wurde ebenfalls beschädigt. Doch in diesem Fall wird sich die Tür nie für dich öffnen. Du wirst die Nachricht niemals sehen. Ich habe versagt. Das Leben wird enden. Nein. Nein, Elizabeth, ich kenne dich zu gut. Ich weiß, du wirst einen Weg finden. Durch dich wird alles möglich. Geh zu den Ruinen von Gaia Prime. Finde den Kontrollraum und darin die Masterüberbrückung. Sie wird dir die Macht geben, Hades zu löschen, sofern du diese Macht einsetzen kannst. Versuche nicht, den Systemkern zu reparieren, bevor Hades beseitigt ist. Hades muss zerstört werden. Das ist alles. Ich möchte nur noch einmal deine Stimme hören. So. Du bist noch außergewöhnlicher, als ich dachte. Ich hatte nie eine Mutter. Was redest du denn da? Du hattest 2, eine Tote und eine Maschine. Ich bin kein Mensch. Nur ein Instrument. Hergestellt von einer Maschine. Geboren in Feuer und Zerstörung. Um das Feuer zu löschen und die Welt zu heilen. Wie tragisch, du bist eine Person von äußerster Wichtigkeit. Du hast wohl ein Schicksal zu erfüllen. Wenn du mit dem Selbstmitleid fertig bist, reise zur Bitterklamm. Ich werde dort in Gaia Primes Ruinen warten. Okay. Aloy hatte also 2 Mütter. Ja, Elizabeth Sobeck. Sie ist ein Klon von Elizabeth Sobeck sozusagen. Und eigentlich ist Gaia ihre Mutter. Wenn man es so will. Puh. Geile Sache. Betriebsprotokoll. Oh, das ist der letzte Eintrag. Das ist der Eintrag, der uns gefehlt hat. Na dann. Das ist irgendwie. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie. In einer bestimmten Reihenfolge. Vielleicht finden wir ja den auch noch. Wer weiß.
Okay, Bewohner freigelassen, Gegenprobe abgeschlossen, versiegelt, Daten archiviert, G-Prime-Befehl empfangen und so weiter und so fort. Ihr könnt euch das ja mal durchlesen hier. B001-Kammer repariert. Warte mal, Zugriff auf... Moment, vielleicht... Multiservitor, bla bla bla. Tja, aber was wir wissen, Aloy ist halt nicht hier drin aufgewachsen, sondern wurde quasi als Baby ausgesetzt und dann eben von den Nora aufgezogen. Nicht so wie die anderen Kinder hier. Was ich mich frage, ist, ob wir hier noch auf so eine Art Friedhof stoßen werden, wo die alle liegen. Identiscan-Fehlfunktion korrigiert. Eluthia 9, Route 1, Zugriff freigeschaltet. Okay, was erwartet uns hier noch? Oder sind wir hier schon fertig jetzt? Da drüben ist eine Leiter. Sollten wir da vielleicht dran springen? Sollten wir. Und nach unten. Da ist eine Luke. Nee, hab ich verguckt. Was ist denn hier los? War das jetzt der Plan? Ah, wir müssen bestimmt woanders raus. Oder? Aloy macht hier gerade nichts. Jetzt aber. Sind wir jetzt hier reingekommen, oder? Von hier sind wir eben gekommen, alles klar. Hier ist aber noch eine weitere Luke. Da oben nämlich. An die würde ich gerne rankommen. Aber Aloy tut nicht, was sie soll. Die müsste doch jetzt eigentlich darüber gehen. Tut sie aber nicht. Probieren wir es nochmal über die Leiter. Okay, das hat jetzt funktioniert. Ich würde jetzt gerne... Jawohl. Ist ein bisschen störrisch manchmal. Das wird bestimmt interessant. Verlassen wir hier die Anlage? Sieht aus wie eine große Tür. Ich will erstmal in die andere Richtung gucken. Oder ist das wieder der... Wo wir rein... Hier sind wir reingekommen, oder? Ich glaube, hier sind wir reingekommen. Ja, hier sind wir reingekommen, alles klar. Dann also wieder raus. Die Göttin sprach zu dir? Das stimmt. Was hat sie gesagt? Dass ich geboren wurde, um einen Fluch zu brechen, den Metalldämon töten. Wie, Aloy? Wie? Ich weiß es nicht. Aber sie sagte mir, wo ich es erfahre. Und wirst du es tun? Es war ihr Wunsch. Sie erschuf mich dafür. Ja, ich werde es tun. Ich versuch's zumindest. Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora! Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora! Stopp!
Gelobt sei Aloy! Gesalbte der Nora! Er ist Ausgestoßene! Jetzt das? Ich will nicht verehrt werden! Ich bin nicht die Gesalbte! Ich gehöre nicht zu euch! Es gibt eine ganze Welt, die hinter euren Grenzen liegt. Stämme, die genauso gut sind wie ihr. Und sie sind alle in Gefahr. Es lohnt sich, für sie zu kämpfen. Nicht nur hier, überall. Wie können wir helfen? Wenn ihr kämpfen könnt und wollt, geht nach Meridian und wartet auf mich. Wie Aloy sagt, so soll es auch sein. Nora, macht Platz! Macht Platz, auf dass sie den Weg bahnt, dem andere folgen werden. Die Hoffnung fast verloren, bevor uns die Gesalbte gerettet hat. Was ein geiler Scheiß. Das jenseits des Heiligen Landes tilgen. Seid stark in eurem Glauben an die Göttin. Die Gesalbte wird alle Zeichen der Verderbnis hinfortspülen. Unsere gefallenen Stammesmitglieder schreien nach Gerechtigkeit. Die Mörder werden mit ihrem. Wie Urmutter sei gepriesen, dass sie sie zu uns gebracht hat. Überleg gerade, wann wir mit ihm reden sollen. Aloy, warst du im Innern des Berges? Du hast doch gesehen, was passiert ist. Naja, eigentlich nicht. Hier vom Boden aus sieht man so schlecht. Okay, eine Trophäe haben wir auch noch bekommen. Aber ich bin ein bisschen mitgenommen gerade. Die Zwischensequenzen sind sehr intensiv, muss ich sagen. Sehr geil. Oh, okay, wir müssen hier wieder raus. Und mit diesem Schnitt heiße ich euch recht herzlich willkommen in der Zukunft, denn die Aufnahme, die ich hier gerade mache, findet statt, nachdem ich das Spiel längst beendet habe und nachdem ich festgestellt habe, dass ich möglicherweise wichtige Dialoge übersehen habe. Und die möchte ich jetzt an dieser Stelle noch kurz nachholen, damit ihr nichts verpasst. Und wir begeben uns mal zu den entsprechenden Gesprächspartnern. Einen Fuß in den Berg gesetzt. Sie ist die Gesalbte. Die Mörder haben schlimm gewütet. So, mit wem müssen wir quatschen? Wohin wird uns die Gesalbte führen? Mit dem Kollegen haben wir gequatscht, das weiß ich. Aber wir müssen noch mit weiteren Personen, mindestens einer, sprechen. Die Verderbnis jenseits des Heiligen Lands beseitigen. Sie hat sich mein Vertrauen schon lange verdient. Aloy, wie nett von dir, vor deiner Abreise noch mit mir zu sprechen. Es gibt keinen Zweifel mehr. Du bist ein wahrer Segen. Der Wille der Göttin leibhaftig. So einfach ist es nicht, Tirsa. Es muss wohl reichen. Ich weiß, dass dein Weg gefährlich sein wird. Den Metallteufel zu töten klingt unmöglich, doch ich glaube an dich. Danke. So, wir sprechen erstmal über die Nora. Die Nora haben Schreckliches erlitten, Tirsa. Was wird denn jetzt aus ihnen? Das kann nur die Göttin entscheiden. Nur sie kennt die Zukunft. Im Moment kümmere ich mich mit den anderen Stammmüttern um die Verwundeten. Und wie versprochen, jeden, der dir nach Meridian folgen möchte, werden wir zum Sucher ernennen. Ich glaube, bis auf Weiteres sollten wir lieber hier im Berg bleiben, nahe der Göttin. Das ist wohl das Beste. So könnt ihr euch zumindest gut verteidigen. Ja, und jetzt kommen wir zum Kernthema, nämlich Rost. Das ist nämlich auch etwas, das ich am Ende des Spiels irgendwie vermisst habe. Eine Aufklärung um Rost, und deswegen führen wir diesen Dialog jetzt hier mal durch. Tirsa, erzähl mir Rosts Geschichte. Warum er ausgestoßen wurde. Er hat's mir nie erzählt. Wegen des Schweigegelübdes.
Was hat er getan? Oh. Ja, das. Was war sein Verbrechen? Ich sage es dir, wenn du willst. Doch die Geschichte ist sehr lang. Möchtest du sie wirklich jetzt hören? Vielleicht muss ich das als Extra-Folge machen. Ja, dann schieß mal los. Natürlich will ich sie hören. Erzähl. Rost hat nie ein Verbrechen begangen. Er wählte sein Schicksal selbst. Wie meinst du das? Vor vielen Jahren, vor der Störung, vor den roten Raubzügen, wurden wir von einer Bande Fremder, 12 an der Zahl, plötzlich überfallen. Sie nahmen Geiseln in Mutters Mahnwache und zogen weiter in Richtung Teufelsdurst. Mutters Mahnwache? Wo ist das? Du kennst es als das verlorene Dorf, nahe der Karja-Grenze. Doch zu der Zeit lebten dort viele Familien. Rosts war eine davon. Seine Partnerin starb im Kampf gegen die Fremden und seine Tochter wurde als Geisel genommen. Deine Tochter? Wie hieß sie denn? Alana. Sie war erst 6 Jahre alt. Alana? Den Namen nicht schon mal gehört? Nora-Krieger konnten 12 Fremde nicht stoppen? Oder die Geiseln retten? Es war einfach nicht möglich. Wir waren viel mehr. Doch immer, wenn ein Krieger in Schussweite kam, töteten die Fremden eine Geisel. Was wollten sie überhaupt hier? Das fanden wir nie heraus. Wir konnten uns ihnen ja nicht weit genug nähern. Wir wissen, dass sie 2 Tage lang bei Teufelsdurst lagerten. Es hieß, von dort kämen seltsame Geräusche. Und dann, so plötzlich wie sie kamen, zogen sich die Fremden zur Grenze zurück und verschwanden. Was war mit Rosts Tochter? Wurde sie getötet? Rost war einer der Krieger, die den Fremden folgten, so gut es eben ging. 6 Geiseln waren noch am Leben, als die Grenze erreicht war, darunter Alana. Statt sie freizulassen, schlitzten die Fremden ihnen die Kehle auf und ließen ihre Leichen kurz hinter der Grenze liegen, uns zum Hohn. Warum? Grausamkeit. Sie wussten, die gläubigen Nora würden das heilige Land nicht verlassen, nicht für die Toten und nicht zur Verfolgung. Sie dachten, wir könnten uns nicht rächen. Willst du sagen, dass Rost sie verfolgt hat und zum Verbannten wurde? Nein. Rost war außer sich vor Trauer, aber er hätte niemals ein Tabu gebrochen. Was hat er dann getan? Er forderte von uns das schrecklichste und geheimste Ritual des Nora-Stamms. Er bat um Ernennung zum Todessucher. Ein Todessucher? Was ist das? Jemand, der für die Suche stirbt und durch die Suche anderen den Tod bringt. Das Ritual entreißt dem Körper die Seele und legt sie in Urmutters Hände. Das Herz schlägt, der Kopf denkt, doch ganz ohne die Seele. Das verstehe ich nicht. Rost verfolgte die Fremden. Doch seine Seele blieb hier. Sie blieb hier, bei der Urmutter. Er barg die Leichen der Geiseln und brachte sie her. Und dann folgte er ihnen nicht als Verbannter, sondern als Waffe der Vergeltung. Ein starker Pfeil, der einmal losgelassen nie zurückkehrt. Aber Rost kehrte zurück. Ja. Ein volles Jahr später und schwer verwundet. Wir fanden ihn an der Grenze zum Heiligen Land. Ein Jagdtrupp sah ihn dort liegen, bewusstlos, fast tot. Laut Gesetz hätte er dort sterben müssen. Doch eine Jägerin brach das Tabu. Sie griff über die Grenze und zog ihn zu uns hinüber. Wer war sie?
Eine Kriegerin, deren Partner und zwei Söhne von jenen Fremden getötet worden waren, die Rost verfolgte. Rost hat die Mission also nie erfüllt. Doch, er tötete sie alle 12. Er fand sie an den unterschiedlichsten Orten, sagte er. Meridian, Ban-Ur, das Anrecht, Utaru-Land und sogar auch im verbotenen Westen. Der letzte von ihnen brachte ihn fast um. Verwundet taumelte und kroch er zurück zu uns. Er hoffte, möglichst nah am Heiligen Land sterben zu können. Er hat nie erwartet oder erbeten, über die Grenze hinübergezogen und gesund gepflegt zu werden. Das war nicht sein Wille. Und stellte uns, die Stammmütter, vor ein großes Problem. Warum war er euch nicht willkommen? Rost war jetzt ein Todessucher, Aloy. Es gab im Stamm keinen Platz mehr für ihn. Wir hätten ihn fortjagen müssen. Aber das brachten wir einfach nicht über uns. Also gab es einen Kompromiss. Ihr habt ihn ausgestoßen? Ja. Wir boten es ihm an. Unter der Bedingung, dass er niemals über diese Ausnahme sprach. Mit niemandem. Nach allem, was er getan und erlitten hatte, wurde er zur Belohnung ausgestoßen? Rost war hocherfreut. Er hatte gedacht, nie wieder im Heiligen Land leben zu können, schon gar nicht im Becken, so nah bei der Göttin. Er beschloss, den Rest seines Lebens allein zu verbringen und war zufrieden damit. Doch dabei kam ich ihm dann dazwischen. Ja, noch ein Kompromiss. Die Stammmütter fürchteten dich und wollten nicht, dass du im Stamm aufwächst. Also fragten wir Rost. Ich wusste, er würde dich beschützen, dich erziehen, dich lehren, die Urmutter zu ehren und den Stamm zu respektieren. Er hat es zumindest versucht. Ihr schickt einem Mann, dessen Tochter tot war, ein kleines Mädchen? Findest du das nicht gefühllos? Ich bin der Ansicht, dass der Lauf der Ereignisse gezeigt hat, dass wir richtig lagen. Und ich bin ziemlich sicher, seit er dich zum ersten Mal gesehen hat, empfand er dich als Geschenk und nie als Last. Okay, Tirsa. Was für eine Geschichte. Jo, das war's. Ich mache mich auf den Weg. Ich danke dir, dass du mir helfen wolltest, die ganze Zeit. Und für Rosts Geschichte. Ich hätte gern mehr getan, aber ich war ganz allein. So wie ich. Wir müssen uns nicht verstecken. Oh, danke, Aloy. Ich bete für dich. Okay. Kann ja nicht schaden. Der Berg der Urmutter hat sich ihr... Okay, traurige Geschichte, muss ich sagen. Ja, 10 Minuten hat es ungefähr gedauert. Ich muss mal sehen, wie ich das schneide. Ich glaube, die ursprüngliche Folge ist schon sehr lang. Wir nutzen die Gelegenheit und reden auch miteinander noch. Ich lebe schon lange. Aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Tirsa hatte recht. Ein Segen, kein Fluch. Wir waren so verunsichert. Die Mörder wollten uns ein Ende setzen, aber wir Nora bleiben stand. Nora du Krieger? Bist der Stolz der Nora, Gesalbte. Okay, noch irgendwer zu quatschen. Willst du dich nochmal verpassen? Inara? In meinem ganzen Leben habe ich so etwas noch nie gesehen. Aloy, wie hast du das gemacht? Du bist ins Herz des Berges vorgedrungen. Vier. Du scheinst bei allem eine besondere Rolle zu spielen. Die Göttin begünstigt dich. Abgeschlachtet und gedacht, sie hätten uns gebrochen. Aber jetzt werden wir ihnen beweisen. Ja, also ich gehe jetzt hier mal alle ab hier. So etwas habe ich noch nie gesehen. Natürlich war ich noch nie im Inneren des Heiligen Berges.
Bis jetzt. Die Gesalbte wird alle Zeichen der Verderbnis hinfortspüren. Okay, der Rest scheint nicht so viel zu sagen zu haben. Noch jenseits des Heiligen Landes aus. Vergib mir, Aloy. Vergib mir. Gesalbte, damit sie den Schmutz bezahlt. Ich habe die Zeichen falsch gedeutet. Vergib mir. Ich sagte doch, ich bin nicht deine Gesalbte. Okay, ich habe gedacht, hier hätten wir vielleicht noch ein bisschen mehr, aber nein. Aloy, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag, dass wir uns in Meridian sehen. Natürlich, das ist ganz einfach. Aber der Rest... ist kompliziert. Ich weiß, aber vielleicht, wenn ich dich ins Innere des Berges bringe... Nein, zumindest noch nicht. Ich weiß nicht, bitte denk nicht schlecht von mir. Die Göttin will, dass du das siehst. Nicht ich. Gut. Oh, wir haben hier noch ein paar Dialoge mit ihm. Die Überlebenden suchten also Schutz im Berg? Aber es dürfen ihn doch nur Stammmütter betreten. Tirsa brach das Tabu. Sie befahl dem Stamm im Berg Schutz zu suchen. Lansra, sie wollte das nicht. Aber ich glaube, sie hat niemand gehört bei dem Kampfgeschrei. Tirsas Entscheidung war richtig. Gut für sie. Der gesunde Menschenverstand hat sich durchgesetzt. Erzähl mir von dem Angriff. Was ist passiert? Sie kamen von Osten. Unsere Wachposten sahen, wie sie anrückten. Sagten, sie marschierten mit Todbringern und Verderbern und anderen Maschinen, alle verrückt. Wir stellten uns auf, empfingen sie mit einem Pfeilhagel. Manche fielen, aber längst nicht genug. Schließlich zogen wir uns zu den Toren zurück, zur Verteidigung. Doch es waren zu viele. Wer überlebte, floh zum Berg zurück. Bist du schwer verletzt? Bleibt kein Knochen. Lang gebrochen. Sing mir kein Jägerlied vor, Val. Bist du okay? Mir tut alles weh. Aber am Kämpfen wird's mich nicht hindern. Ja, die letzten beiden Dialoge haben wir schon mal gehört. Ich werde dann mal gehen. Ich wusste, du bist nicht wie andere, Nora. Du auch nicht, Val. Wenn das hier vorbei ist, zeige ich dir, was ich gelernt habe. Was ich lerne. Vielleicht. Wenn die Göttin so will. Bis dann in Meridian. Tja, würden ganz gut zusammenpassen, die beiden, finde ich. Okay, ich glaube, das war's. Ach, den Kollegen haben wir noch. Der Stamm, dem ich diente, ist nicht mehr. Und ich werde auch bald sterben. Die Nora haben zu viele verloren, Rash. Aber in deinem Fall lässt es sich wohl verschmerzen. Okay. So, mit ihm haben wir gequatscht. Und ich glaube, der Rest dürfte jetzt hier nur noch irgendwelche Krieger sein. Göttin, beschütze sie, damit sie die Verderbnis ausmerzen kann, die dieses... Ja, das war's. Ich muss mal gucken, vielleicht kürze ich das Ganze ein bisschen und hier Laufwege und so ein Kram können raus. So wird die Gesalbte das Land von der Verderbnis befreien. Ja. Gut, dabei belassen wir's. Ich bedanke mich nicht fürs Einschalten, denn die Folge geht ja noch weiter. Das mache ich dann am Ende. Ich gebe wieder zurück an mein Vergangenheits-Ich. Und ja, bis dahin. Und ich frage mich, ob wir diesen Todbringer noch plätten müssen. Und wurde von der Göttin persönlich gesalbt. Zum Bitterkamm sollen wir. Oder Bitterklamm. Nicht Bitterkamm, sondern Bitterklamm. Es ist immer noch so ein Scheißwetter. Ach ne, es geht eigentlich. Ja gut, Schnee. So ein bisschen. Uiu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 i. Das war, wir haben übrigens noch einen Fertigkeitenpunkt bekommen, ne? Den brauchen wir gar nicht mehr. Wofür? Lustig, lustig. Hier steht auch gar nicht, dass wir einmal einen haben, aber wir haben eben einen bekommen. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich so gut wie jede Nebenquest mitgenommen habe. Wir haben ja quasi alles erledigt, was wir so gefunden haben. Auch hier die ganzen Jagdgebiete und alles Mögliche. Ich glaube, man kann zum Ende. Vorrat. Zum Ende des Spiels kommen mit ziemlich geringem Level, glaube ich. Also die meisten Let's Plays, die ich so bei den großen Let's Playern gesehen habe,
haben alle nur so knapp 40 Folgen gehabt, so um die 30 bis 40 Folgen. Der einzige, den ich gesehen habe, der auch wirklich alles gespielt hat, ist Gronkh. Oh, ich hole mir noch Frostbeulen. Ja, ich weiß gerade nicht, wo ich hin soll. Ja, hier ist der Weg. Ja, wir gehen den Weg zu Fuß. Denn ich möchte wissen, ob hier noch irgendwelches Kruppzeug rumläuft. Mann, hier ist aber alles im Eimer, ne, auch, ne? Das wird auf jeden Fall einiges an Arbeit sein, hier wieder alles aufzubauen. Hier haben wir gekämpft gegen die Verderber. Ich bin gespannt, ob der Todbringer noch da ist. Hier speichern wir mal eben. Und das trifft sich gut, hier ist ein Händler. Beziehungsweise eine Händlerin. Okay, verkaufen wir mal eben was. Wir sollten auf jeden Fall auch erst nach Meridian und so. Wir müssen uns ausrüsten, bevor wir, glaube ich, da in den letzten Kampf gehen. Wobei ich nicht weiß, ob es der letzte Kampf sein wird. Aber ich glaube, wir sind relativ nah am Ende. Warte mal, ich gehe mal von oben alles durch. Was wir definitiv verkaufen können. Hier, da war was. Weg damit. Wir hatten auch noch hier irgendwie so Krimskrams gefunden, oder? Hoffen wir nicht. Ich habe gedacht, wir haben irgendwie noch Krimskrams gefunden. Wir haben Metallbrand. Da können wir 50 von verkaufen. Hier können wir auch verkaufen. Damit wir wieder ein bisschen Platz im Inventar haben. Das sind nur 5, aber eh weg damit. Das auch. Wir sammeln die Scheiße sowieso gleich wieder ein. So, das war's aber erstmal jetzt hier. Mehr finde ich gerade nicht. Deswegen sollten wir auf jeden Fall nach Meridian. Wir können noch ein paar Ausrüstungsgegenstände kaufen und so ein Kram. Sehr wahrscheinlich. Wo wir dann eben ein bisschen was loswerden und Platz kriegen. Geile Ansprache von Aloy, fand ich. Ich habe damit gerechnet. Denn das war ja teilweise doch relativ heuchlerisch, was sie da von sich gegeben haben. Mein Kollege. Die Göttin beschützt Aloy. Das tut sie wohl, hoffentlich. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo der Todbringer war. Aber schätzungsweise in dieser Gegend irgendwo. Ich nehme an, der ist einfach verschwunden. Obwohl es ja auch nicht richtig ist, ne? Eigentlich hätten wir ihn bekämpfen müssen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt auf Kurs sind. Ich könnte ja mal eine Markierung setzen. Das macht das etwas einfacher. Hier war der Todbringer irgendwo. Ich setze mal eine Markierung zu diesem Lagerfeuer hier. Hier ist der Ausgang. Hier setzen wir mal die Markierung. Der muss hier irgendwo gewesen sein. So. Und dann laufen wir mal zur Markierung. Also richtig wäre natürlich, dass wir ihn noch bekämpfen müssen. Ja, und übrigens hier, das da oben, das ist alles Hades, glaube ich. Das gehört alles zu Hades. Au, brutzeln wollte ich dich jetzt nicht gleich, aber okay. Ne, wir müssen auch, eine Gans brauchen wir. Kein Truthahn, sondern eine Gans. Wir brauchen noch irgendwas von einer Gans. Ich weiß aber nicht mehr, was es war.
falls wir den Todbringer doch noch begegnen sollten. Oh, hier wird das Wetter wieder schlecht. Oh, hier, guck mal, Wächter. Das sind aber normale Wächter. Keine Verdorbenen. Das ist ein Läufer. Ich glaube, der Todbringer ist weg. Ja, die Viecher sind noch relativ friedlich. Ich höre was stampfen. Meine Freunde. Keine Panik, ich habe nicht vor, euch was zu tun. So, hier ist unsere Markierung. Ja, und auf diesem Weg kommen wir wieder raus. Und hier ist irgendwo der Todbringer rumgelaufen. Also der ist definitiv weg. Ja. Den haben wir uns erspart. Ja, dann würde ich sagen. Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Wen? Wen? Dem Händler? Das ist ein Kind, oder? Nee, die hockt da nur. Ey, Leute, wem gehst du aus dem Weg? Jetzt sag nicht, der Todbringer ist ja noch. Das kann nicht sein, der war. Hier ist er irgendwo rumgelaufen. Ey, Leute, wem willst du aus dem Weg gehen? Angst, dass er jetzt doch noch hier rumläuft. Ja, nee, keine Angst, aber den würde ich dann gern noch eliminieren, wenn er hier noch rumläuft. Aber ich glaube. Ist das andere Tor jetzt auch wieder offen? Sieht so aus, ne? Nordtor, genau. Da sind wir vorhin nämlich nicht reingekommen. Mann, ist das ein Scheißwetter hier. Okay, so, jetzt werfen wir mal einen Blick auf die Karte. Wo müssen wir hin? Aha. Erinnert ihr euch? Hier oben waren wir auf dem Weg zum Panorama. Und da müssen wir hin. Wer hätte es gedacht? Aber ich würde, glaube ich, bevor wir das machen... Ne, war schon richtig. Den Filter. Ne, erstmal alles aus. So, und jetzt Sammelobjekte an. Bevor wir das machen, würde ich gern die restlichen drei Metall- oder vier Metallblumen holen. Würde ich sagen. Vielleicht Lagerfeuer auch noch anzeigen. Das wäre auch geil. Lagerfeuer da. So, dann können wir nämlich zu diesem Lagerfeuer reisen. Welches macht mehr Sinn? Ja, wir nehmen das hier, würde ich sagen, oder? Wobei, das wäre auch sinnig. Das ist nur ganz, das ist ganz nah hier. Reisen wir zu diesem Lagerfeuer. So, da wären wir. Vielleicht markiere ich die Metallblume auch mal. Du hast es mit den Schatten Karja aufgenommen und unseren Prinzen zurückgeholt. So, dann gehen wir nochmal hin. Ach, ich schürf mir alles auf. Und ja, da werden wahrscheinlich mit Sicherheit noch wieder einige Gefahren auf uns warten. Könnte ich mir vorstellen. Wobei die hier sieht ganz einfach aus. Ich mach schon mal eben den Fokus an. Kann noch nichts entdecken. Wächter. Gut, noch ein Stück weiter. Unterhalb. Hm.
hier offenbar. Die Metallblume. Kann sie nicht entdecken. Ah, ich sehe sie. Kurz mal alles einsammeln noch. So, wo habe ich sie gesehen, die Metallblume? Hier irgendwo. Modell 3J. Oh, da steht viel. Es könnte Fantasie nur sein, wenn ich erstrebe, aus allen erschaffenen Sachen mir tiefe innere Freude zu machen. Und in den Blättern und Blüten um mich Lektionen von Liebe und Ernst nicht erkennen. So sei es denn. Und zeigt die Welt verachtungsvoll, was sie enthält, baue ich Altäre auf den Feldern. Das Dach sei blauer Himmel und die Luft. Und der Geruch von Blumen und von Wäldern soll für dich sein, als Weihrauchduft. Du einziger Gott, so verachte doch nicht den Priester mit kargen Gaben wie mich. Ja, also ich habe mal wieder hervorragendes Talent wahrscheinlich bewiesen beim Vorlesen eines Gedichts. Ja, da bin ich leider nicht wirklich gut drin. Irgendwo lag noch ein Fuchs hier. Okay. Dann diese Metallblume und ich überlege, Schnellreise oder nicht. Also am nächsten ist es, ich glaube, am einfachsten wäre es, wobei da ist eine Wand. Komm, schnell rasieren. Und dann markieren wir, achso, habe ich schon markiert. Hab ich schon markiert, da drüben soll es sein. Ach du Scheiße, ja, es war vielleicht doch nicht die beste Idee. Scheiße. Okay, war von hier aus vielleicht doch nicht die allerbeste Idee. Scheiße. So, weit so gut. Gut, probieren wir es jetzt hier lang. Wir hätten auf der anderen Seite lang gehen sollen. Aber das sieht deutlich angenehmer aus, um an die Metallblume zu kommen. Er hätte mir auch denken können, dass da Schnappmäuler und so ein Viehzeug sind. Hier ist der Langhals nur. Hoffentlich. Naja, unten Wächter. Da ist die Metallblume. Ganz hervorragend. Modell 3H. Und damit haben wir wieder ein Set vollständig. Tief das östliche Himmelszelt dein strahlendes Auge erhält. Und obwohl das gütige Licht nie mehr kommt zu Gesicht, zeugt jeder Stern, der steigt über die Glieder, die so verzweigt. Des Hügels des Stillen von deinem sanften Willen. Okay, nächste Schnellreise. Direkt hinterher. Brauchen wir gar keine Faxen machen. Oh, da haben wir kein Lagerfeuer in der Nähe. Das ist schade. Welches macht am meisten Sinn? Oh Mann, sind alle so ein bisschen beschissen hier. Das ist da oben drauf, glaube ich. Und es war da oben eins, ne? Also da oben haben wir grau, habe ich. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir waren hier schon mal. Und ich ärgere mich, dass ich das überhaupt übersehen habe da. Ah, scheiße, welches Lagerfeuer nehme ich denn? Ich würde sagen, wir nehmen dieses Lagerfeuer. Nee, ich wollte das markieren. Da. So, da sind wir. Und ich würde tatsächlich... Oh. Oh.
Au. Oh. War jetzt nicht, au, oh, die beste Option. Gut, kommen wir hier irgendwo runter. Wo es nicht so weh tut. Das wollte ich nämlich gerade sagen, ich würde gerne die Metallblumen noch in dieser Folge holen, alle. Das sieht gut aus. Aber das sieht nach einem verdammt weiten Weg aus. Wir müssen durch diese Schlucht da, das habe ich schon auf der Map gesehen. Warte mal. Ja, doch. Ich gucke gleich nochmal vor, jetzt habe ich auf die Map. Aber ich glaube, wir müssen hier auf Kurs sein. Ja, das sieht gut aus. Und ich hoffe, wir kommen möglichst kampffrei hier durch, denn ich würde wirklich gern die Metallblumen noch in dieser Folge alle holen. Das wäre schon nice. Dann könnten wir uns nämlich... könnten wir uns nämlich in den nächsten Folgen vollends auf die Hauptquest konzentrieren. Hat keiner gemerkt? Wir können uns natürlich einen Freund machen. So, wie gehen wir jetzt am besten? Ah, gehen wir hier aber erstmal weiter. Hier waren wir schon mal, ich erinnere mich. Hier haben wir einen fetten Kampf gehabt gegen haufenweise Panzerwanderer, wenn ich mich irre. Arschloch. Guck mich an. So. Hier irgendwo muss die Metallblume sein. Wahrscheinlich da oben drauf. Da drüben war wohl eine Banuk-Figur. Da ist sie. So, Modell 2F. Ich sah einen Berg, sein stolzer Gipfel und starker Rücken eiferten mit der welten Höhen. Sie lenkten die Salven des Windes ab und schulterten das Sternenlicht des Himmels, brüteten über den Dünen wie ein großer Denker, in den Nächten überkommenden Tage, mit schwarzen Wolken als ihr Turban und Strähnen von roten Blitzen im Gesicht. Und durch die Nacht sprach dieser zungenlose Berg fantastische Dinge. Gut, letzte Schnellreise für diese Folge, würde ich sagen. Zu diesem Lagerfeuer. Und wir haben auch, das ist das letzte... Ja, wir können herstellen, ne? Moment, bevor ich das mache, schaue ich jetzt kurz, ob ich nur ein Schnellreisepaket herstellen kann. Ja, alles klar. Alles gut. Nicht, dass wir dann da oben sind und dann nicht wieder wegkommen. Wobei es relativ nah wäre an unserer Hauptquest. Halt, erstmal markieren. Und auf geht's. So, da wären wir. Schnee. Hier draußen wird es nicht wärmer. Hab das Gefühl, könnte jetzt ein bisschen schwieriger werden. Da drüben. Okay. Kann es sein, dass wir die schon mal geholt haben? Schon mal gesucht haben? Ich habe gerade so ein Déjà-vu hier. Das kommt mir gerade sehr bekannt vor. Ja, ich weiß. Ich möchte den Spielbereich ja gar nicht verlassen. Ich kann jetzt nichts dafür. Was soll ich machen? Spiel. So, ich guck mal auf die Map eben.
Okay, wir setzen uns eine Markierung auf diesen Weg da. Probier das nicht. Jetzt. Eine andere Möglichkeit sehe ich da wohl nicht. Geil. Ja, das Spiel hat uns zurückgesetzt. habe ich jetzt die Markierung auf dem Weg? Nee, irgendwie nicht. So, wir müssen dem Weg folgen. Also wahrscheinlich diesem Weg. Grau habe ich denn, na super. Den können wir nur schwerlich aus dem Weg gehen. Denen können wir nur schwerlich aus dem Weg gehen. Läuft doch. Ja, ich wollte eigentlich jetzt nicht kämpfen gegen Grauhabichte, aber was soll's. Vielleicht. Oh, verdammt wenig Büsche hier. Die haben natürlich einen relativ großen Radius, das ist das Blöde. Aber es könnte funktionieren. Da drüben ist unsere Markierung. Okay. Jetzt sehe ich da die Blume schon, oder? Ist das schon die Blume? Oder ne, ist eine andere Pflanze, ne? Ja, ist eine Heilpflanze. Da ist ein Busch, da gehen wir mal kurz rein. So. Da oben flattert einer rum. So, jetzt markieren wir mal die Blume. Und sie soll da oben irgendwo sein. Ja, in unserer Tarnkleidung sehen die uns glücklicherweise nicht so schnell. Das finde ich schon ganz geil. Da ist sie. Die Alten haben sie nicht zurückgelassen. Das sind neue Pflanzen. Und zwar die letzte. Und wir haben auch eine Trophäe dafür bekommen. Finde ich gut. Wo finde ich die jetzt? Sammelobjekte? Ach, uns fehlt noch ein Panorama. Ah ja, das ist ja da oben. So, im Herbstregen faulen die Gräser und sterben. Unter den Stufen ist die Sennafarbe noch frisch. Volle grüne Blätter zieren die Stiele wie Federn. Unzählige Blüten glänzen wie Goldmünzen. Der kalte Wind, stöhnend, bläst dir heftig entgegen. Ich fürchte, das Stehen fällt dir bald schwer. Oben löst der Gelehrte sein weißes Haar, stellt sich in den Wind, atmet den Duft und weint. Gut, wir haben's. Wir haben alle Objekte eingesammelt. Das Einzige, was noch fehlt, ist das Panorama da oben. Da waren wir schon mal auf der Suche und ich bin ganz froh, dass wir wieder zurückgegangen sind. Denn es scheint hier wirklich unser nächstes Questziel zu sein. Wir reisen schon mal zu diesem Lagerfeuer, eben dann haben wir es hinter uns. So, da wären wir und von hier aus starten wir dann in die nächste Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid und bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir den Daumen hoch da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.